Einen schönen guten Tag, ihr Couchos, zur nächsten Folge Pokémon Trainer Challenge. Ach, hier hinten ist. Ich wollte gerade, wie komme ich jetzt hier weg? Ich habe die Kanone hinter ihr nicht gesehen. Sehr angenehm, dass die mich direkt komplett zum Start schießt. So, wie sieht das denn hier gerade aus? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass gleich wieder irgendeiner meiner Kontrahenten kommen wird und mich herausfordern wird. Oder N kommt. Ihr Trainer zwingt eure Pokémon gegeneinander im Kampf anzutreten, aus denen diese verletzt hervorgehen. Und das alles unter dem Vorwand, sie besser verstehen zu wollen. Bin ich denn der Einzige, der das für grausam hält? Aber genug, lass mich einfach mit deinen Pokémon sprechen. Da ich mit Pokémon aufgewachsen bin, fällt es mir leichter, mit ihnen zu sprechen, als mit Menschen. Denn Pokémon belügen dich niemals. Du bist Evosap, richtig. Erzähl doch mal, was ist denn Gundran für ein Trainer? Verstehe. Gundran ist in Aviencia geboren und aufgewachsen, lebt dort zusammen mit der Mutter und der Pokédex war der Anlass, zu seiner Abenteuerreise aufzubrechen und die Welt zu erkunden. Offenbar vertraut es dir voll und ganz, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Wenn doch nur alle Menschen so mit ihren Pokémon in Eintracht leben könnten, dann bräuchte ich die Pokémon gar nicht von ihren Trainern zu befreien. Und ein jeder, Mensch wie Pokémon, sehe einen leuchtenden Zukunft voller Glückseligkeit entgegen. Geziz benutzt Team Plasma, um zwei besondere Steine in seine Gewalt zu bringen. Den Lichtstein und den Dunkelstein. Als das legendäre Pokémon einst seine sterblichen Hülle ablegte, wurde es zu Stein und fiel der Geburt eines Helden harrend in einen tiefen Schlaf. Und ich werde ein solches Drachen-Pokémon aus seinem steinernen Panzer ins Leben zurückrufen und sein Freund werden. Auf diese Weise wird die gesamte Welt mich als Heldin ansehen und mir untertan sein. Mein Traum ist es, die Welt auf dem Weg der Gewaltlosigkeit zu verändern. Denn wer die Dinge mit Gewalt zu ändern sucht, ruft zwangsläufig Gegner auf den Plan. Und die Leidtragenden sind letztlich doch nur die unschuldigen Pokémon törichter Trainer. Pokémon sind Kinder dieser Welt und Lebewesen wie wir und daher verdienen sie es, mit Achtung behandelt zu werden. Glaub mir, es zerreißt mir förmlich das Herz, zur Verwirklichung meiner Pläne einen solch formidablen Trainer wie dich von seinem Pokémon trennen zu müssen. Ja, sonst ist noch alles gut bei dir. Also er hat ja scheinbar eigentlich wirklich ganz gute Absichten. Kann man ja gar nicht anders sagen. So, hier unten waren wir eigentlich schon, hier muss ich nicht mehr gucken. Achso. So. Wir gehen uns da mal eben heilen, auch wenn eigentlich ja sowieso die Pokémon alle relativ fit sind. Aber es kann nicht schaden. Und dann ist wirklich die Überlegung, wo wir jetzt hingehen. Muss ich mal schauen. Also beziehungsweise, was heißt muss ich mal? Eigentlich gehen wir sowieso einfach, machen uns auf den Weg zur nächsten Route. Ich denke mal, wenn wir gleich die Stadt verlassen, könnte uns eventuell jemand ansprechen und mit uns kämpfen wollen. Ich überlege auch gerade, ob wir tatsächlich... Ach komm, wir doch, wir bleiben mal bei Evosap auf der 1. Ne, keiner, der mich anspricht. So, hier ist jetzt übrigens die... Wobei, ich könnte mal eben Items holen. Ich könnte mal die Items holen, die hier so rumliegen. Die Dinger hier sind sowieso relativ schwach. Die machen nicht wirklich Probleme. Was hat's eigentlich mit dem Regen auf sich? Oh, Laubklinge. Auch super. Nein, nicht Superzahn. Och, Mann. Superzahn macht so viel Schaden, das ist nervig. Ich meine, klar, es lohnt sich so gesehen irgendwann nicht mehr. Aber es ist halt in dem Moment einfach echt nervig. Aber eigentlich könnten wir auch Lichtel direkt benutzen, oder? Ich überlege gerade, ob wir Lichtel direkt benutzen. Ja komm, wir können Lichtel eigentlich echt direkt benutzen.
Mittlerweile ist es ja doch ein bisschen höher. Wobei, wenn ich mir das Leben der Pokémon so angucke, ist Lichtel da schon ein bisschen hinten dran, was den RP-Pool angeht. So, Level 39 darf ich dann übrigens für die Arena, nächste Arena sein. Ja, lassen wir uns mal überraschen, wie weit ich da dann sein werde. So, das ist ein Käfer-Pokémon. Ich habe keine Ahnung, wie gut Käfer gegen Feuer bzw. Da fällt mir allerdings gerade ein, dass vermutlich... Was macht das? Dass hier Lichtel bei Regen vielleicht nicht ganz so optimal ist. Beziehungsweise wahrscheinlich machen einfach... Wie viel Schaden es macht. Heilige Scheiße. Okay, also gegen Gesteinsattacken darf ich Lichtel nicht einsetzen. Merke ich mir. Memento Mori. Was macht der Memento Mori? Guck mal, was Memento Mori ist. Das ist auf jeden Fall eine Unlichtattacke. Der Anwender wird besiegt und senkt den Angriffswert und den Spezialangriff des Ziels. Anwender wird besiegt und senkt den Angriffswert und den Spezialangriff des Ziels stark. Das heißt, ich bringe mich selbst um und das macht ja bei unserer Spielweise leider so gar keinen Sinn. Kann wahrscheinlich irgendwie tatsächlich im Normalfall irgendwie gut sein, aber eben auch nicht, wenn man hier sind wir vor. Nicht wenn man ja spielt, dass wenn Pokémon stirbt, man aussetzen muss. Dann bringt das einem nicht so besonders viel. Silberblick, das habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Das ist ja krass. Also jetzt im Ernst, das habe ich ja echt lange nicht mehr gesehen. Und das war irgendwie, naja, nicht so besonders anspruchsvoll. So, bevor ich jetzt hier Tränke ohne Ende benutze, setzen wir einfach mal ein anderes 33er nach oben. Und heilen Lichtel dann gleich einfach beim nächsten, bei der nächsten Möglichkeit. Ich überlege gerade echt, ob ich werde diese Random-Kämpfe einfach flüchten. Das bringt doch nichts. Die sind einfach... Vielleicht hätte ich mir nochmal einen Schutz holen sollen oder so, aber... Ich bin weder gerannt, noch saß ich auf dem Fahrrad. Das kann doch nicht sein. Also ich bitte euch. Oh, ja, das ist echt heftig. Also ich weiß nicht mehr, ob das in... Jetzt lässt er mich nicht flüchten. Willst du mich denn trollen? Warum ist das sehr effektiv? Bevor die Flucht wieder scheitert, muss ich mal eben durchtauschen. Achso, natürlich ist es effektiv, weil das ist ein Flug-Pokémon. Also, naja. Das ist ja... Wow, das hat mir... Krass, das hat mir einen Schaden gemacht. Ein Schaden hat mir das gemacht. Das ist schon ziemlich heftig, muss ich sagen. Nur mit Bissbug auf die 1. Wobei ich Bissbug ja eigentlich prinzipiell immer gebrauchen kann. Also so ist es ja nicht. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu früh irgendwie umdrehe. So, gegen dich hatte ich schon gekämpft. So, hier kann ich heilen. Okay. Dann kann ich gleich Lichtel nochmal auf die 1 setzen. Wobei Lichtel ist ja eh jetzt 33. Also meine Pokémon sind fast alle gleich. Ich will jetzt tatsächlich auch kein Glücksei benutzen, weil ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass wenn ich jetzt, naja, irgendwie mit dem Glücksei arbeite, ein Pokémon so schnell levelt, dass ich dann gar nicht mehr leveln kann irgendwann. So, ich glaube, ich muss hier oben lang. Nein.
Natürlich falle ich ins Gras und werde instant angegriffen. Gott ist Willen, ey. Leute. Das ist schon heftig, muss ich sagen. Jetzt, warum scheitert denn die Flucht die ganze Zeit? Boah, ey. Na, okay, dann kämpfen wir halt. Ja, alles klar. Erst scheitert die Flucht, dann benutzt es eine Attacke, womit ich... Also, ich fühle mich leicht verarscht. Muss ich einfach mal sagen. Achso, oh shit, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Geist macht keinen Schaden gegen Flug. Okay. Da hätte ich natürlich aufpassen können. Da war ich einfach so abgelenkt von der Tatsache, dass ich hier dieses erst nicht flüchten kann und dass ich danach dann ja danach dann hier direkt Scanner gegen mich bekommen hatte, dass ja, ich nicht aufgepasst hatte. Das war blöd für mich. Ja, ich bin gerannt. Vielleicht sollte ich es einfach komplett lassen mit dem Rennen. Ich weiß es nicht. Macht das so viel aus? Also, wie groß ist denn prinzipiell die Chance, dass ich in den Kampf verwickelt werde, wenn ich renne, und wie groß ist sie, wenn ich eben ganz normal gehe? So. Der Wendelberg. Ach, sieh mal einer an. Da habe ich eigentlich die ganze Zeit drauf gewartet. Weil ich eigentlich schon fast damit gerechnet, dass wenn wir die Stadt verlassen, dass er dann kommt. Aber das hat er noch nicht. 4 Pokémon hat er dann immer noch dabei. Da haben wir einmal Flug. Das ist die Frage, sitze ich jetzt irgendwie... Warum regnet es hier eigentlich die ganze Zeit? Das stört mich leicht, dass es hier die ganze Zeit regnet. Komm, wir verbrennen ihn erstmal. Das macht ganz schön viel Schaden. Wir wechseln also lieber mal. Evosap wäre schlecht. Wir könnten... Ja, gehen wir auf Flapdrix. Gehen wir dahin. Da haben wir ansonsten eigentlich alle irgendwie gut schon gegen. Wie viel Schaden dieser Angriff aber macht, das ist krass. Ich meine, es ist nicht sehr effektiv. Und machst einfach mal 30 Schaden. Das finde ich ziemlich... Also das finde ich schon ziemlich... Das ist sehr effektiv und macht einfach keinen Schaden. Ja. Ich glaube... Da reicht jetzt erst nochmal ein Supertrank. Also ja, natürlich reicht ein Supertrank. Ich weiß, dass ein Supertrank... Ich glaube nicht, ein Supertrank reicht, sondern... Ich weiß, dass ein Supertrank reicht. Das ist jetzt nicht... Nein, nicht nochmal heilen. Brauchen wir nicht. Wenn diese Attacke, wie gesagt, nicht so massig Schaden machen würde. Und dann auch noch zurück... Oh, ey. Das ist sehr effektiv. Davon sehe ich zwar nichts, aber... Bitte kein Volltreffer. Okay. Jetzt werde ich mich gleich nochmal heilen. Ja. Hilft mir auch nichts, dass das nachlässt. So, da fehlen dann zwar 10 AP, aber das ist nicht ganz so wild. Das macht so viel Schaden. Das ist gut. Endlich mal macht er mir mal keinen Schaden, ey. Aber gut, Verhöhner war ja auch abgelaufen, von daher. Ja. Oha. Lichtel. Ja, das war schön.
Lichtglitz also auch schon auf 34. Der wäre jetzt Lichtl eigentlich ziemlich geil gegen, aber Lichtl hat halt einfach gerade kein Leben, ist das Problem. Vegeta. Aber... Hä? Das ist nicht sehr effektiv. Ich meine, es war ein Volltreffer, ja, aber es macht mir einfach mal... Wie viel Schaden das macht, obwohl es nicht effektiv ist. Ich meine, was ist denn da kaputt? Also da ist doch irgendwas an der Mechanik falsch, oder? Also auch davor schon. Ja. Das macht einfach... Ich meine, er braucht davon vier Attacken, vier nicht effektive Attacken, um mich zu töten. Ich hoffe jetzt einfach mal auf keinen Volltreffer, sonst ist er weg. Nee, okay. Ja. Okay, das ist jetzt die komische hier, ihr wisst schon was. Unlicht war gut gegen Psycho. Ich hab, meine Güte, warum vergesse ich es eigentlich immer, wie rum es wirksam war und wie nicht? Was? Ich kann... Ach nein, ich... Ach, Quatsch, natürlich will ich... So viel Flucht in letzter Zeit benutzt, dass ich schon komplett vergessen habe, dass ich hier jetzt Pokémon wechseln wollte. So. Biswag ist eigentlich immer gut zu gebrauchen. Rückkehr ist einfach so... Ist wirklich so die beste Attacke, die ihr mir vorschlagen konntet. Es ist einfach so krass, wie viel Schaden Biswag einfach durch Rückkehr macht. Ich meine, das war ein Volltreffer, ja. Aber trotzdem ist One-Hitted einfach das Pokémon, das nur ein Level unter mir ist. Ja, du wirst auf jeden Fall nicht besonders glücklich werden. Wobei, er hat eine Kampfattacke, damit könnte er Biswag sogar relativ viel Schaden machen. Ja, okay. Isst du mal deine Beere. Oh, Gottes Willen, ey, das hat ja dich ziemlich geheilt. Biswag ist einfach nur immer. Ich glaube, mit Biswag könnte ich alles besiegen, gefühlt. Also, ja, wunderbar. 3500 Geld. Oho. Huch, Lauro. Oh, das war ein beeindruckender Pokémon-Kampf. Ihr beide seid als Trainer schon einen ganzen Schritt weiter als zuvor. Hm? Ach, das ist der Champ, oder? Und ich frage mich schon, ist das nicht der Champ Lauro? Ich bin schwach und habe daher verloren. Auch wenn mir 100-mal gesagt wird, dass es ein guter Kampf gewesen sei, ich schäme mich dennoch maßlos. Also wirklich, mach dir doch das Leben nicht so schwer. Ich habe das vorhin ehrlich gemeint. Du hast allen Grund zur Freude. Ach so, ich habe dir diese Frage bereits einmal gestellt, aber ich bin noch immer kein Deutsch schlauer. Was genau bringt es dir, immer und immer stärker zu werden? Stärker zu werden und schließlich den Rang eines Champs zu erringen, das würde mein Leben einen Sinn geben und mir als Beweis dienen, dass ich wahrlich existiere. Du erinnerst mich sehr an Eugen. Es ist in der Tat überaus wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben. Doch noch wichtiger ist es zu wissen, was man nach dem Erreichen dieses Ziels tun möchte. Das heißt, in deinem Fall zu wissen, wie man die gewonnene Stärke später einsetzen möchte. Hier, bitte, das ist für dich. Du gehst natürlich auch nicht leer aus. Und ich bekomme... Oh, Surf... Nice. Okay, Surfer ist gut. Setzt du die Attacke Surfer ein, kannst du dich auf dem Wasser fortbewegen. So, das wär's dann auch schon. Und meine jungen Trainer, vergesst nicht die Wünsche der Pokémon an eurer Seite. Was will ich tun? Nun, ich weiß es noch nicht. Daher setze ich vorerst einmal alles daran, stärker zu werden, damit mich jeder bewundert und anerkennt. Kundran, das nächste Mal gewinne ich. Ich denke nicht, Charin.
Ja, Leute, das soll's gewesen sein. Wir haben Shiren ein weiteres Mal besiegt. Ob es so weitergeht, erfahren wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein.